Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Mr1996 Steffen. In diesem Video möchte ich das neue Netzteil für meinen zukünftigen PC vorstellen. Nächsten Monat könnte es schon soweit sein, dass ich dann einen ganzen Unterbau bestehend aus Mainboard, Prozessor mit Kühler habe. Mal abwarten. Die Grafikkarte, die werde ich mir dann wohl später besorgen. Ich schätze mal, dass es Anfang Juli so weit sein könnte. Ja, das Netzteil hier ist ein Corsair CS650M. Ich würde mal sagen, ich befreie es erstmal aus der Plastikfolie, dass man das noch besser sehen kann. Aktuell ist in meinem PC noch ein Thermaltake Munich 430 eingebaut, mit 80+ Bronze-Zertifizierung und 430 Watt Gesamtausgangsleistung. Dieses Netzteil wird dann durch dieses Corsair CS650M ausgetauscht werden. So, das Netzteil hier stammt aus Corsairs CS-Serie mit einem modularen Kabelmanagement. Und das Netzteil hier hat eine 80+ Gold-Zertifizierung und soll bis zu 650 Watt Gesamtleistung abgeben können. Aus dem Grunde habe ich mir das Netzteil auch gekauft. Einmal, weil es eben 80+ Gold zertifiziert ist, dadurch auch ziemlich effizient ist mit über 90%. Also der Wirkungsgrad ist gemeint. Und dadurch ist das Netzteil ja auch dann leiser, wenn das nicht so viel Eigenenergie aufnimmt, die es dann logischerweise in Wärme umsetzt. Und es hat eine Ausgangsleistung von bis zu 650 Watt, sodass ich auch High-End-Grafikkarten damit problemlos betreiben sollte und auch noch Spielraum dann für Overclocking habe und so weiter bei meinem zukünftigen PC-System. Außerdem hat das hier etwa nur 82 € gekostet, ist, denke ich mal, für ein 80+ Goldnetzteil noch ein fairer Preis. Dann wollen wir mal gucken. Also, der Karton hier wiegt auch ziemlich viel. Man merkt, dass da was drin steckt. Wie gesagt, hier ist ein Diagramm, das hier nochmal die Lüfterlautstärke zeigt. In dem Netzteil ist ja ein eingebauter Lüfter, der die Temperaturen in dem Netzteil auf einem niedrigen Level hält. Und hier ist nochmal die Effizienz abgedruckt auf die Belastung in Prozent gemünzt. Da sieht man dann, bei etwa 50% Belastung, das wären dann 325 Watt, die dann das Netzteil belasten würden, würde man bei 230 Volt die höchste Effizienz haben. Da sollte man dann drauf achten, dass man das Netzteil dann möglichst bei 50% Last fährt. Da hat man dann nämlich den höchsten Wirkungsgrad. Ja, unter 20%, da hat man dann nur einen sehr geringen Wirkungsgrad. Diesbezüglich macht es dann keinen Sinn, sich so ein leistungsfähiges Netzteil zu kaufen, wo man da nur so einen ganz kleinen Office-PC mit betreiben möchte. Ja, und hier sieht man dann nochmal die ganzen Ausgangsspannungen mit ihren Ausgangsströmen. 3,3 und 5 Volt, da kann man bis zu 25 Ampere rausholen, bis zu 130 Watt. Es gibt eine 12-Volt-Schiene, die bis zu 51 Ampere zulässt, macht 612 Watt gesamt. Es gibt eine minus 12-Volt-Schiene, warum die noch immer da ist, weiß ich nicht, mit 0,8 Ampere, 9,6 Watt. Und aus der 5-Volt-Standby-Spannung kann man 3 Ampere rausholen, das macht 15 Watt. Und insgesamt kann man maximal eben 650 Watt aus diesem Corsair CS650M herausziehen. Gut. Ja, das Netzteil, wie es hier steht, wurde entwickelt für eine saubere, ununterbrochene Stromversorgung für eine zuverlässige Performance. Das hört sich doch schon mal ganz nett an. Hier sieht man dann auch noch mal einen Aufkleber, der unter anderem die Abmessungen hier enthält. Also 150 x 86 x 140 mm ist das Netzteil groß. Und dann sieht man hier, dass es sich um ein 80+ Gold zertifiziertes CSM-Modell handelt mit modularem Kabelaufbau. So.
Ja, hier in dem Karton kommt uns dann schon mal ein kleines Handbuch hier zum Vorschein mit wichtigen Sicherheitshinweisen. Das Übliche, dass man die Stromkabel nicht so verlegen soll, dass man drüber stolpern kann und so weiter und so fort. Nicht in die Steckdose fassen, hast ihn nicht gesehen. So, dann sind hier noch die Garantiehinweise. Weiß ich gerade gar nicht, wie viele Jahre Garantie hier drauf gegeben wird. Hier auf der Verpackung steht es: 3 Jahre Garantie gewährt Corsair auf dieses Netzteil. So, weiter geht es. Die beiden Datenblätter hier habe ich ja schon rausgeholt, diese Beizettel. Aber hier die Garantiehinweise und die Sicherheitshinweise. So, es gibt einmal hier eine Tüte mit Kabelbindern und 4 Befestigungsschrauben für Kreuzschlitzschraubendreher. Dann gibt es einmal hier das Netzkabel im Kaltgerätestandard. So, dann gibt es hier noch eine Tüte mit den ganzen Anschlusskabeln. Das Netzteil hat nämlich ein Teil modulares Kabelmanagement. Hier sind die Anschlusskabel, die man da alle anschließen kann. Aber nicht muss. Das ist ja nämlich das Praktische an Kabelmanagement. Man braucht da nur die Kabel anzuschließen, die man wirklich braucht. Und alle anderen Kabel, die man nicht braucht, zum Beispiel Molex, die kann man dann ablassen und fliegen dann nicht im Gehäuse rum. Muss man also dann nicht mehr schauen, wo man die dann noch im Gehäuse unterbringt. Gucken wir uns gleich mal einzeln an, was da für Kabel dabei sind. Gut, Silikatgel, um das Ganze hier vor Feuchtigkeit zu schützen. Und hier ist sehr wahrscheinlich das Netzteil drin und dann ist der Karton auch leer. So. So sieht es aus, das Corsair CS650 ein 80 plus Gold Netzteil. Hier scheint noch eine Folie drauf zu sein, die man abnehmen kann. Na gut. Das wird wohl ein Standard 120er Lüfter sein, schätze ich mal. Dann kann man so ein bisschen angedeutet die Kühlkörper im Inneren sehen. So viel kann man jetzt aber auch nicht vom Innenleben sehen und ich habe jetzt auch nicht vor, das Netzteil aufzumachen, weil dann verliere ich damit die Garantie. Und das möchte ich auf keinen Fall riskieren. Hier kann man auch noch ein bisschen die Spulen im Inneren sehen. Also ich denke mal, für 80 € kann man auch ein hochwertiges Innenleben erwarten. Da ist der Kaltgeräteeingang für 100 bis 240 Volt. Und dann gibt es hier den Netzschalter. So, ja, da ist auch noch mal ein Infoaufkleber mit den ganzen Angaben. So schwer ist das Netzteil jetzt hier nicht. Also man kann hier tatsächlich 100 bis 240 Volt hineingeben. Das Netzteil schaltet automatisch um zwischen den unterschiedlichen Spannungen und man kann 47 bis 63 Hertz an Wechselspannungsfrequenz hier reingeben. Gut, das haben wir uns alles auch schon eigentlich angeschaut. Gut, dann sind hier nochmal die Sicherheitslogos, sag ich mal, CE-Zeichen und so weiter. Ja. Gut. Ja, dann zeige ich mal, was die Kabelpeitsche hier mitbringt. Na gut, so viel Kabel sind das jetzt hier nicht, die standardmäßig am Netzteil bereits vormontiert sind, die man also nicht abnehmen kann. Bei manchen Netzteilen kann man alle Kabelstränge abnehmen. Ich finde das jetzt aber nicht weiter schlimm, dass es das bei meinem Exemplar nicht geht, weil diese Kabel hier braucht man eigentlich schon. Ohne die macht das eigentlich keinen Sinn. Also die braucht man dann schon auf jeden Fall. Ja, einmal gibt es natürlich hier den 24-poligen ATX-Stromanschluss. Wer hätte das gedacht? Wo man auch hier die 4 zusätzlichen Kontakte abnehmen kann.
Die Kabel sollen übrigens auch ziemlich lang sein. Das war auch unter anderem ein Kaufgrund für dieses Produkt. So, dann sind hier, also dann ist hier ein 4 plus 4 poliger Stromanschluss für die Spannungsversorgung des Prozessors. Den kann man auch hier aufsplitten. Ja. Ach so, okay. Ich dachte, komisch ist das hier gemacht. Ich dachte eigentlich, dass ja, dass das hier Einzelstränge wären für jeden Stecker. Einer. Aber das haben sie hier anscheinend leider nicht gemacht. Das wäre dann vielleicht das Bessere gewesen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich hätte gedacht, dass diese eine Leitung hier auf die linken 4 und die andere Leitung dann auf die rechten 4 geht, aber so ist das leider dann nicht. Na gut, da ich sowieso sehr wahrscheinlich hier den kompletten 8-poligen Anschluss brauche, ist das dann nicht weiter tragisch. So, gut, also so sieht das Netzteil hier aus. Das hier habe ich noch vergessen. Da sieht man dann nochmal die Anschlüsse für die weiteren Kabel. Ja, die sind jetzt doch ein bisschen hier im Weg, diese beiden. Ja, hier für die Peripherie die Anschlüsse. Und hier für nochmal einen 4 plus 4-poligen Prozessorstromanschluss. Vielleicht für ein Dual-Sockel-Mainboard mit zwei Prozessorsockeln. Und hier kann man auch seine PCI-Express-Stromanschlüsse für Grafikkarten anschließen. Und diese drei sind für Peripherie, wie Molex oder SATA. Gut, dann wollen wir mal anschauen, was denn jetzt im Einzelnen an Kabelstränge mitgeliefert wird, die man dann da anschließen kann. Die befinden sich hier in der Tüte, die muss man einmal aufmachen. Einen schönen Stoffbeutel, wie das manchmal der Fall ist, gibt es hier nicht. Also eine schöne Kabeltasche in Stoffbezug. So. Gut. Wollen wir mal gucken. Ich lasse die jetzt mal zu, aber die können wir uns, denke ich, mal so anschauen. So, einmal haben wir hier einen Kabelstrang für die Stromversorgung von Grafikkarten mit den PCI Express Stromanschlüssen. Das sind jetzt 2x6 plus 2-polige. Mit diesem 8-poligen Stromstecker und der kommt dann an den entsprechenden Anschluss hier auf der Rückseite des Netzteils. Da beim Kabelauslass. Dann gibt es hier dasselbe in grün noch einmal. Also insgesamt hat man dann zwei von diesen 2x6 plus 2-poligen PCI Express Stromanschlüssen. Also insgesamt hat man dann hier 4 Stück an der Zahl, die man da maximal anschließen kann. Vielleicht, wenn man vorhat, ein Dual-GPU-System aufzubauen. Ganz nett. So, dann hat man hier die SATA-Stromanschlüsse. Das sind insgesamt an diesem Strang 3 Stück. Mit einem 6-poligen Stecker, bei dem 5 Kontakte belegt sind. Vielleicht kann ich euch das mal kurz zeigen, wie man das hier anschließt. So. Und zwar muss man dann an einer dieser Buchsen rangehen. Da schließt man das Ganze dann entsprechend an, wenn man ja, einen SATA-Anschluss benötigt. Ansonsten kann man den auch weglassen hier, den Kabelstrang. Das ist eben das Praktische bei einem modularen Kabelsystem, dass man nicht alle Kabel dann im Gehäuse rumfliegen hat. Jetzt zeige ich erstmal den. Hier gibt es nämlich nochmal dasselbe, was wir vorhin gesehen haben mit den SATA-Anschlüssen. Auch wieder mit 3 SATA-Steckern. Also insgesamt gibt es das hier auch wieder zweimal. Gut. Und hier befinden sich 4 Molex-Stromanschlüsse. Noch
an einem weiteren Kabelstrang. Wenn man vielleicht noch eine ältere IDE-Festplatte hat, die man anschließen möchte, oder Erweiterungskarten, die einen Molex-Stromanschluss benötigen, kann man dann dieses Kabel dafür verwenden. Ja, und hier ist noch ein Molex zu Floppy-Adapter. Dieser Stromanschluss, der befand sich früher auf Floppy-Drives. Wenn man vielleicht vorhat, einen Floppy-Drive noch einzubauen in sein Gehäuse, weiß, aus welchem Grund auch immer. Oder es Erweiterungskarten gibt, die so einen Stromanschluss hier voraussetzen. Eigentlich sind das dann nur die wenigsten. Hat man den dann noch hier über Molex realisiert. Ja gut, finde ich nicht schlecht. Normalerweise braucht man diesen Anschluss auch gar nicht mehr. Dann kann man den auch weglassen. Ja, dann stört dieser Anschluss dann auch nicht im Gehäuse. Ja, also so viel zum Corsair CS650 M80 Plus Gold zertifizierten ATX PC Netzteil, das ich für meinen zukünftigen PC gekauft habe. Ja, und sehr wahrscheinlich wird es dann schon sehr bald soweit sein. Ja, ich möchte jetzt auch noch nicht so viel verraten, aber den Arbeitsspeicher, den hätte ich schon mal hier. Ebenfalls von Corsair, den habe ich mir schon vor ein paar Wochen gekauft gehabt. Und zwar, dass das Netzteil jetzt ja auch von Corsair stammt, das ist mehr Zufall. Da habe ich jetzt nicht explizit darauf geachtet, dass wenn ich hier schon Arbeitsspeicher von Corsair habe, ich dann auch ein Netzteil von Corsair bekomme. Ich habe das Netzteil halt gekauft, weil es eben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und einen guten Eindruck macht. Mit 650 Watt und eben 80 plus Gold zertifiziert ist. Das hier ist der sogenannte Corsair Vengeance LPX RAM. In meinem Fall ein Dual-Channel-Kit mit zwei 8 GB fassenden Speichermodulen vom Typ DDR4 für 3000 MHz zertifiziert. Mal gucken, ob ich hier noch die Latenzen ablesen kann. 15, 17, 17, 35er Latenzen. Da steht's drauf. Geeignet für Core i5 oder i7 Prozessoren der 6. Generation. Man kann den Arbeitsspeicher aber auch für andere Prozessoren einsetzen, die eben einen DDR4-Controller verbaut haben. Gut. Ja, so viel also zum Corsair CS650M. Bis dahin.